Universität Bozen. Diese Hochschule war eine der bedeutenden Etappen der Ausgabe 2014 der Langen Nacht der Forschung. Über 3500 Besucher haben es sich nicht nehmen lassen, wenigstens einen Abend lang die Möglichkeit auszuprobieren, selbst Forscher zu sein. Die Lange Nacht der Forschung ist wie die Eingangstür in eine neue Welt. Sie dient hauptsächlich, damit die jungen Menschen sehen, welchen Wert man in der Forschung entwickeln kann, wie man neue Zukunft gestalten kann. Die vierte Auflage dieser Langen Nacht der Forschung in den verschiedenen Orten der Universität, der EURAG, des DIS und so weiter, hilft geradezu, noch mehr Menschen die Forschung und die Wichtigkeit der Forschung bekannt zu machen. Ich bin ganz überzeugt, dass es viele Menschen geben wird in Südtirol, die hier auch eine neue Zukunft finden, um den Lebensraum für die Zukunft besser zu gestalten. Die Professoren und Forscher der Freien Universität Bozen haben die vielen Besucher durch die unterschiedlichen Mitmachstationen geführt, die in den Fluren und Räumen der Hochschule aufgebaut worden waren. 36 Mitmachstationen im Parterre und im ersten Stock des Hauptgebäudes gaben einen Eindruck von dem, was an den 5 Fakultäten der Universität geforscht wird. Von der Forschung im sozialen und wirtschaftlichen Bereich der Dozenten der Fakultäten für Bildungs- und Wirtschaftswissenschaft über den kreativen Bereich der Fakultät für Design und Künste bis hin zu den Projekten der Fakultät für Naturwissenschaft und Technik und der Kompetenzzentren für Sprachen und Regionalgeschichte. Wir sind als Universität im Verband mit unseren anderen Forschungseinrichtungen jetzt wirklich auf einem Weg, den Wert der Forschung der ganzen Gesellschaft mitteilen zu können und die Attraktivität dieser Nacht und dieser Ausstellungen zeigt, dass hier eine grundsätzliche Veränderung in der Gesellschaft stattgefunden hat gegenüber einer Akzeptanz von Technologie, von Forschung, von wissenschaftlicher Analyse, nicht als etwas Fremdes, sondern als Teil der Gesellschaft. Unter den Besuchern, die es sich nicht nehmen ließen, einen Blick in das Forschungsleben zu werfen, war auch Landeshauptmann Arno Kompatscher. Der Landeshauptmann hat sich auch nicht zurückgezogen, als er einer ganz besonderen Herausforderung ausgesetzt worden war. Forschung verleiht dem menschlichen Geist Flügel, lässt uns Hindernisse überwinden, Probleme lösen und Grenzen abbauen. Mit der Langen Nacht der Forschung haben die Freie Universität Bozen, EURAG und TIS Innovation nach Bozen gebracht. Sie haben gezeigt, dass der Forschungsgeist in Südtirol lebendig ist. Das ist natürlich ein großer Erfolg. Es sind überall sehr viele Menschen, vor allem junge Leute, Mädchen und Buben, die kommen, um zu sehen, was Forschung kann, was Südtirols Forschung auch leisten kann. Und es macht auch Spaß und natürlich kann man auch vieles lernen dabei. Bei der ganz besonderen Herausforderung auf 2 Rädern war auch die mehrfache Mountainbike-Meisterin Eva Lechner anwesend. An 14 Standorten zeigt Bozen in einer Nacht, wo und woran geforscht wird. Die 130 Mitmachstationen der Langen Nacht der Forschung haben Jung und Alt die Möglichkeit geboten, Forschung hautnah zu erleben. An der Freien Universität Bozen wurden nicht nur 30 universitätseigene Forschungsprojekte gezeigt, sondern auch 4 Stationen der Leimburg ausgestellt, da die Forschungseinrichtung mit der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik viele gemeinsame Projekte zur Lebensmittelkunde, den Eigenschaften der Pflanzen und den Besonderheiten des Territoriums vorantreibt.